Ja, moin Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge Enderal. So, ich gehe mal einmal kurz hier weg, weil hier quatschen gerade so viele Leute. Da kann man ja nichts verstehen. Ja, in der letzten Folge hatten wir uns hier in Ark ja noch ein wenig umgesehen. Wir haben ja gefühlt erst einen ganz geringen Bruchteil gesehen. Schreitet wohl. Und ich würde sagen, heute machen wir... Ahoi. Ahoi. Oh, die sieht ja aus. Oh, krass. Ja, und ich würde sagen, heute machen wir auf dem Marktplatz weiter. Da sind ja noch ein paar mehr Händler. Und bei ihm hier waren wir ja schon. Der hatte ja irgendwie die Laute von dem... aus der einen Quest von dem Typen. Äpfel, Orangen, nur das Beste aus endraleischem Boden. Na, was hast du denn anzubieten? Wie ist die Lage? Ehrliche Antwort? Bescheiden. Seit diesem roten Wahnsinn sind die Straßen für uns Händler kaum noch bereisbar. Es sei denn, man hat die Groschen, um eine bewaffnete Eskorte Söldner zu bezahlen. Und die haben die wenigsten. Aber naja, irgendwie schlägt man sich schon durch. Hunger haben die Leute immer. Und solange die Bauern liefern, habe ich Kunden. Ja, das stimmt. Ja, irgendwelche Tipps, die ihr einem Abenteurer geben könntet? Was? Und da fragt ihr mich? Ich fühle mich geschmeichelt. Lasst mich mal nachdenken. Mein Großvater hat uns früher immer aus so einem Buch vorgelesen. Mythen und Legenden. Das stammt von einem früheren Erzmagister des Ordens. Und er hat darin Legenden über alte Kreaturen hier auf Enderal gesammelt. Wer weiß, vielleicht ist ja an der einen oder anderen was dran. Schaut euch doch mal in der Bibliothek um. Aha, okay, also diese Mythen und Legenden, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, da habe ich schon mal beim Händler irgendein Buch gesehen. Okay, also die lohnt es sich dann anscheinend auch zu kaufen. Das müssen wir mal im Hinterkopf behalten. Vielleicht hat ja auch einer von den anderen Händlern hier die Bücher. Zeigt mir eure Waren. So, dann gucken wir mal, was die so hat. Okay, die hat halt Obst und so. Na gut, dann schreitet wohl, ne? Möge euer Pfad stets eben sein. So. Verzeihung, Leute. Was hat sie so? Ach, hier, wieder Brot oder was? Backwaren und Leckereien, die wunderbar schmecken, auch wenn ich sie nicht durchs ganze Viertel brülle. Geil, die spricht erstmal auf die andere an. Herrlich, Zuckerstriezel. Ja, allein für den geilen Spruch, ne? Kaufe ich dir schon hier einen ab und da einen ab, ne? Schreitet Obst, wohl. Frisches Obst. Oh, geil, eine sichere Truhe, Leute. Man müsste wirklich mal härter durchgreifen. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke. Ahoi. Anschlagbrett, ahoi. An diesem Aushängebrett werden Kopfgeldaufträge und Gesuche ausgeschrieben. Oh, Leute, das geht ja wieder geil los hier. Gestartet, gesucht in Ark. Der wegelose Bertulus der Schlitzer wird wegen Glimmerstaubhandel und Tempelschändung gesucht. Er gilt als trinkfest, ist ein Wildmagier und versteckt sich vermutlich in einem Versteck von Wildmagiern im Herzland. Er gilt als höchst gefährlich und es wird zu großer Vorsicht aufgerufen. Für sein Ableben sind 170 Endraleer Groschen ausgeschrieben. Na. Ja, bereits. Okay. Ja, dann gucken wir doch mal direkt, Leute. Ach, Quatsch, falsches Menü. Wo der Affe zu finden ist. Was ist das? Lol, Leute, der ist in der Felsenzuflucht. Ich fass es nicht. Da waren wir doch schon. Oh, nee, ey. Muss ich da noch mal rein? Na, da wird denn ja aber nur er sein. Ihr seid nicht von hier, was? Nee.
Bin ich nicht, aber du warst jetzt auch nicht so der Netteste. Südviertel gibt's ja auch noch. Dies, das gibt es hier. Ach, ist er wieder hier? Den hatten wir doch hier am... mit Gnadalf, da hatten wir den noch getroffen. Trainer Shalam, schöne Frau. Etwas frischer Fisch? Zeigt mir mal, was ihr im Angebot habt. Das haben wir ihn ja schon gefragt. Shairi. Fischeier, Lachs... Getrocknete Feuerflosse. Ja, gib mal einen her hier. Danke, schreitet wohl, hier ist zu. So, dann haben wir ihn hier noch. Servus. Ja, den haben wir auch schon mal angequatscht, ne? Was man trägt, sagt mehr als 1000 Worte. So sagt man auf Kili. Euch umgibt das Gefühl von Abenteuer wie einen Hüter das Gefühl von Ehre. Mm. Und ich glaube, ich habe hier etwas Besonderes in meinem Sortiment, das euch gefallen könnte. Ah ja? Ein Trank. Einer meiner Freunde aus der Zuckerinselbund hat es mir mit der letzten Lieferung gebracht. Angeblich haben sie es einem Freibeuter abgenommen. Ich habe ihn von einem Apothekarius untersuchen lassen. Und er meinte, er verleiht euch außergewöhnliche Kräfte. Hier, seht selbst. Schön, oder? Für 200 Groschen gehört er euch. Okay, kein Interesse, danke. Rhetorik. 200 Groschen, das sieht mir nach verdächtig wenig aus. Trank kaufen plus 5 Lernpunkte. Das klingt wirklich gut her damit. Wie jetzt? 5 Lernpunkte kriege ich dafür für 200 Ocken? Ja, das Rhetorik, das, da weiß ich nicht, da habe ich glaube ich noch nicht genug geskillt. Ich mach das sehr, mal. Sehr gerne. Die Wirkung tritt 2 Tage nach dem Konsum ein, aber dafür umso stärker. Ja, ihr müsst euch also gedulden. Aber wie sagt man auf Kile so schön? Alles kommt von selbst zu dem, der warten kann. 200 Indralie Groschen entfernen. Plus 5 Lernpunkte. Teppiche, muss ich gleich mal gucken. Nur das Beste, frisch aus Kile. Seht selbst. Mhm. Was hat der? Bananenschnaps. Das habe ich auch noch nie. Urne eines alten Volkes. Raubkatzenzähne. Hier, der hat auch diverse Handwerksfriedenskraut, Handwerksbücher. Lebt wohl. Ja, schreitet wohl. So, wie ist das denn jetzt hier mit meinen 15 Lern... Ja, ich... Das könnte tatsächlich sein, ne? Ich hatte, glaube ich, vorher doch keine 15 Punkte, oder doch? Müsste ich nochmal... in mein mystischer Trank. Mystischer Trank, ja, also wenn man den jetzt trinkt, ja, 2 Tage nach der Einnahme so eine Kräfte und Einsicht, ja, der wird mich wahrscheinlich ein bisschen abgezockt haben, aber die 5 Lernpunkte, also die... Ich speichere hier mal ab, Leute. Ich muss das jetzt wissen, ey. Das lässt mir gar keine Ruhe. Hier nochmal. Hört meine Worte, o wegestreue Nee, Lernpunkte, da hatten wir vorher auch schon 15 tatsächlich. Ja, dann wurden wir halt abgezockt, ne? Oder man muss den trinken und dann kommt das wirklich. Wir werden ja sehen, naja. Mal eins, mal gewinnt man, mal verliert man, so ist das halt, ne? So. Kommt zu Irinto Shaamgash und kauft Fisch frisch aus dem Rosenmeer. Ah ja, hier. Ohrer Steinschlag. Zum Gruß. Sucht Wie ihr läuft das Geschäft? Um eure Ausdauer aufzufrischen? Oder seid ihr gar Nutzer der arkanen Künste? Ich habe alles. Ja, wie läuft das Geschäft? Nett von euch zu fragen. Im Grunde kann ich mich nicht beschweren. Die Kriege auf Kile und Kyra machen es natürlich schwerer, an Ware zu kommen. Aber trotzdem, das Geschäft läuft gut. Hm.
Besser als früher auf jeden Fall. Was war früher? Ihr seid neugierig, wisst ihr das? Aber schön, ich bin in Plauderstimmung. Wieso also nicht? Ich war Vagabundin, wie man so schön sagt. Reisende Arkanistin. Klingt aufregend und ist es auch irgendwo. Aber natürlich nicht gerade komfortabel. Das kann ich mir vorstellen. Wie kam's dazu? Ach, eine lange Geschichte. Wisst ihr, ich bin in einem Dorf in der Wüste aufgewachsen. Eigentlich ging es mir ziemlich gut dort, aber als ich meine Magiebegabung entdeckt hatte... Naja, sagen wir es so, es hat die Art und Weise geändert, wie die Leute mich behandelt haben. Selbst meine Eltern. Oha. Das war vermutlich auch einer der Gründe, warum ich, nachdem ich den Gang zum Wasser abgelegt habe, nicht mehr in mein Dorf zurückgekehrt bin. Ich wollte etwas von der Welt sehen, also habe ich meine 7 Sachen gepackt und bin gereist. Etwas waghalsig, ja, aber damals war mir das egal. Krass. Die Leute in eurem Dorf haben euch anders behandelt? Wie meint ihr das? Wissen, ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt. Wie war das? Waghalsig ist gut. Hattet ihr denn keine Angst vor Bandidi? Ich frag erst mal das mit dem Dorf. Naja, ich wurde jetzt nicht direkt angefeindet, aber es waren einfach Kleinigkeiten. Blicke, Tuscheleien hinter meinem Rücken. Das lastet auf Dauer ziemlich auf einem. Aber wisst ihr, ich kann es ihnen eigentlich auch nicht übel nehmen. Gerade in den Dörfern ist doch Magiebegabung immer im selben Atemzug mit Wildmagie, Orbayas und niedergebrannten Dörfern zu hören. Und dann bin da plötzlich ich, ein Mensch, den sie kennen und kann plötzlich Dinge tun und das, obwohl ich nicht einmal eine Eterna bin. Wie sollte das in ihr Weltbild passen? Sie können es ja fast nicht besser wissen. Ah ja, Hauptsache ist mal Mobbing, Alter. Diese Welt, ne? Wissen, ihr habt also den Gang zum Wasser abgelegt. Wie war das? Puh, hart. Man hat uns klargemacht, dass wir am Scheideweg standen. Entweder wir lernen, die Magie zu kontrollieren, oder wir tun es eben nicht. Es war keine schöne Zeit, das kann ich euch sagen. Die Arkanisten waren ziemlich streng und man hat gelernt, selbstständiger zu werden, sich nicht zu fest an Menschen zu binden. Aber das ist ein sehr persönliches Thema. Ich würde es ungern weiter ausführen. Oha. Wissen über Endral sammeln. Eine Frage noch. Was ist... Ach, guck mal, hier haben wir wieder hier scrollen, ne? Oh. Eine Frage noch. Was ist mit denen passiert, die nicht gelernt haben, ihre Magie zu kontrollieren? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Na, die sind dann wohl nicht weitergekommen. Waghalsig ist gut. Hattet ihr denn keine Angst vor Banditen-Vatüren? Naja, ich bin Elementaristin. Und das eine oder andere Ass habe ich auch im Ärmel. Außerdem waren die Straßen früher noch viel sicherer. Die ganzen Banditen, die Vatüren. Das ist erst seit ein paar Jahren so. Warum auch immer. Ah, okay. Das klingt hart. Naja, es hat mich stärker gemacht. So ist die Welt eben. Aber ich bin vom Thema abgekommen. Wollt ihr etwas kaufen? Oh, dann zeig aber mal her. Immer doch. Gucken, was die so hat. Ah ja, guck mal hier, die hat auch 100, auch 163. Ich meine, das Ding kam doch sonst immer 200, ne? Rollen diverse? Das müssen wir uns mal merken, wenn wir irgendwo hin wollen oder so. So, Verbrauchsgegenstände. Lehrbücher. Elementare Verzauberung hat sie auch. Da muss ich erst mal gucken, was ich da noch so brauche. Das mache ich dann wahrscheinlich wieder mit Offscreen sonst so. Wohltat. Ah ja, das war das. Telekinese. Oh, hier schlage ich zu, Leute, das sage ich euch. Telekinese, Rückkehr markieren, Alter, das steht schon mal fest.
Magielich, wir müssen mal gucken. Götterschild, so Rang 2 Flammenbiss. Rang 2 Feuerblitz. Haben wir den nicht auch? Oh. Hier werde ich, glaube ich, mal ein bisschen Geld investieren. Eispfeil. Elixier. Equilibrium. Was ist das denn? Konvertiert 15. Ihr könnt durch den Effekt sterben. Oha. Essenzzugabe? Nee, Essenzgabe. Feuer. Feuerball. Feuerblitz. Können wir den denn schon ausüben, ist die Frage. Ich kaufe den mal. Flammenbiss, Frosthau. Ich würde ja gerne nochmal hier mehr von diesen Blitzsachen haben, aber Kettenblitz, das habe ich auch schon mal irgendwo gesehen. Das fand ich eigentlich, den will ich mal ausprobieren, deswegen nehme ich den. Kann ich denn an sie noch was verkaufen? Nee, ich glaube, ich habe auch gar nichts mehr, ne? Ja, das Friedenskraut habe ich noch im Inventar, weil ich mit Jesper ja noch eine puffeln wollte. Da muss ich mir einen guten Ort aussuchen, wo wir eine puffen können. Ja, schreitet geil, danke wohl. Dir. Schreitet wohl, mal fast zum Gruß. Willst du dich nach magischen Geheimnissen? Geil, Leute. So, das machen wir denn auch mal direkt. Dass wir hier schon mal was einlösen. Wo war das noch? Hier. Kehrt zu eurem markierten Ort zurück. Geil, wie in Nirim, wirkt nur in Außenbereichen. So, der natürliche Kettenblitz, ne? 16 Punkte Lebensenergie, halb so viel Mana-Schaden. Und hier Feuerprojektil, 19 Punkte Schaden. Brennende Ziele erleiden mehr Schaden, so. Zack, zack. Geil, Leute. So, dann gucken wir gleich mal. Alles für den Freund der wegestreuen Magie. Wir gehen mal hier in die Ecke. Hier wird ja keiner kommen. So, hier sowas meinte ich, ne? Erdung, hier Blitzschaden, sowas hätte ich gerne nochmal in anders oder in stärker. Hier Feuerblitz. Feuerblitz. Dann machen wir mal den auf 7. Datteln, Äpfel, so, und dann gucken wir mal. Boah. Geht auf jeden Fall gut ab. Also hört sich auf jeden Fall schon mal nach mehr an. So, was hatten wir denn noch? Okay, das andere war Feuerball. Ah. Das ist auch interessant. Explosionsradius. Wie war das noch? Ah ja, genau. Das war das, dass das explodiert. Stimmt. Flammenbiss. Ah ja, das ist so was Geiles wie mit dem Blitz. Das finde ich auch nicht schlecht. Den kann man nämlich so machen. Und so zurückgehen quasi und dann hält man sich die Gegner so ein bisschen mehr vom Leib. Bei dem anderen, bei dem Feuerblitz und so weiter, muss man schon relativ genau treffen. So, markieren und so, das ist ja klar, zurückkehren. Telekinese. Oh nee, das ist Stehlen. Das ist ungünstig. Elumunds Schneiderei. Frischer Fisch und mehr Getier.
Da müssen wir erst was finden, was wir... Hier. Das ist ja geil. Leute, ey. Herrlich, herrlich. Schön. Ja, ich bin ja mehr so ein Spiel-Heinrich. Tut mir leid. Also wir haben jetzt hier ja schon relativ viele Dinge gesammelt, ne? Muss ich ja sagen. Kreaturen und Menschen bis Stufe 9 fliehen. Ja, das können wir ja wäre schlecht, wenn wir das auf dem Marktplatz machen. Ja. Das glaube ich, nicht so geil. So, okay. Ja, cool, Leute. Da werde ich mich dann auf jeden Fall auch nochmal offscreen genauer mit beschäftigen. Obst, frisches Obst. So, was haben wir denn hier noch? Bodenhammers Schmiedewerk. Sind aber viele Händler hier, alter Schwede, ey. Willkommen in der Acker Schmiede. Gebt Bescheid, wenn euch etwas ins Auge sticht. Fester Stahl zu moderaten Preisen. Seht euch ruhig um. Alles für den wegestreuen Kampf. Extra nochmal betont. Oh, der hat ja auch Baupläne und so. Lehrbücher, Handwerksbücher. Boah, geil. Das ist auch cool. Schaut mal wieder rein. Ja, schreitet wohl. Mal was zum Gruß. Ja, das ist auch cool. Was gibt's hier? Erbguts Lederwaren. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Kalizia Erbgut. Ja. Zeigt mal eure Waren. Natürlich. Auch Baupläne und so. Teppich? Was? Ne? Trophäen? Wandkorb? Handwerksbücher, Lehrbücher. Oha. Schreitet wohl. Mal was zum Gruß. So, hier gibt's aber echt viel Leute. So, hier war doch noch einer, ne? Elumunds Schneiderei. Oha. Ist ja eine ungewöhnliche Bude. Gekleideten Messer und Madame natürlich. Hä? Elumund Edeltuch. Schreitet wohl. Schreitet wohl, was alles, habt ihr im Angebot? Alles, was das Herz begehrt, seht selbst. Alte Entropierobe, was? So, erstmal hier Handwerksbücher, okay. Boah, hier war gerade eine Fliege. Feine Kleidung, alte Schwede-Wehrrobe. Ja, muss ich erstmal hier gucken. Ring des Totenrufers erhöht Leben, Mana und Schaden. Eure beschworenen Kreaturen und erscheinen um 18%, alte Schwede. Geile Sachen, aber guck mal hier, der Preis. Endraleisches Erhabenengewand. Das macht alles 9 Punkte Rhetorik besser und 9% bessere Händlerpreise. Ist ja geil. Das ist ja... lustig. Kommt wieder. Ja, sehr gerne. Schreitet wohl. Oh, hier gibt's ja allerhand zu entdecken. Mann. Da weiß man ja gar nicht, was man zuerst machen soll. Okay, haben wir das, Leute. Ja, zu Jesper werde ich übrigens erstmal nicht gehen. Bank. Weil da geht das ja dann gleich mit der Hauptquest weiter. Und ich möchte mit euch auf jeden Fall vorher... Bank. Banker. Samael Silren. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen? Oder gar ein Eigenheim erstehen? Eigenheim?
Was ist das? Ein Goldfach. Ein Konto. Euer eigener Tresor in unserem Hause, den wir in eurem Namen verwalten. Wir führen akkurat Buch über eure Einnahmen und Ausgaben. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Wie kann sich mein Gold von selbst vermehren? Das tut es natürlich nur im übertragenen Sinne. Stellt es euch einfach so vor, dass wir euch für jeden Tag, den ihr uns euer Gold anvertraut, ein kleines Geldgeschenk obendrauf legen. Als Dank für euer Vertrauen sozusagen. Ja. Und dieses Geschenk zahlt ihr aus, was aus eigener Tasche? Wie kann das für euch profitabel sein? Nun, das ist ein komplizierter Prozess. Es wäre ein schweres, ihn so weit zu facilitieren, dass ihr ihn intellektuell erfassen könnt. Lasst uns lieber über etwas Erfreuliches reden, wie zum Beispiel euer Geld. Ja, ihr arbeitet nämlich mit meinem Geld, Alter. So sieht's aus. Da gibt ihr Kredite an andere raus und so. Und damit macht ihr denn hier Zinsen und da, kennt man ja. Erzählt mir, was ihr mit meinem Gold tut, wenn ihr wollt, dass es ich bei euch lagere. Ja, Kamel. Na schön. Wir treiben damit Handel. Hab ich doch gesagt. Ihr handelt mit dem Geld eurer Kunden? Wir investieren in vielversprechende Expeditionen oder Handelsrouten zum Beispiel. Und von den Gewinnen, die diese Geschäfte abwerfen, bezahlen wir eure Zinsen und unsere Angestellten. Ja. Und jetzt schaut mich nicht so an. Von irgendetwas müssen wir ja auch leben. Ja, mein Gott. Und was passiert mit meinem Geld, wenn sich diese Investitionen als Fehlentscheidung herausstellen? Banken machen keine Fehlentscheidungen. Haben euch das eure Eltern nicht beigebracht? Oh, der wird richtig aggro, der Typ. Und der unnötigen Fragen und zurück zum Geschäft. Wollt ihr nun ein Goldfach eröffnen oder nicht? Ich will ein Goldfach bei euch eröffnen. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Gut, hier ist das Geld. Gut, hier sind 100 Groschen. Ich möchte 99 davon abheben. Wollen wir das mal machen? Verdammt, darauf war ich nicht vorbereitet. Aber gut, wie heißt es doch so schön? Ein Narr, wer das nicht ehrt, was ihm der Pfad beschert. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. So. 2-1-1-2 und 99 haben wir echt zurückgekriegt. Also unsere Rhetorik scheint denn doch gar nicht so schlecht zu sein. Das hätten wir vorhin bei dem anderen Händler dann tatsächlich auch probieren können. Der uns da diesen Trank angedreht hat. Beteiligungsscheine, was meint ihr? Ja, Anteile an etwas eben. Einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Mm-mm. Ich möchte einzahlen. So. So ein Tau. Eine kluge Entscheidung. Oh. Ups, das habe ich falsch gemacht. Hallo. Wie kann ich. Natürlich. Das habe ich eben falsch gemacht. Eine kluge Entscheidung. Hä? Ich wollte 1000 eintippen. Was soll denn das? Natürlich. Wieso geht denn das nicht? Eine kluge Entscheidung. So. Was gibt's Hallo. Hier noch? Wie kann ich euch zu Diensten sein? Einsehen, abheben. Ich bin an einem Anwesen interessiert. Zeigt mir doch einmal euer Angebot. Natürlich. Was? Handwerksbücher, sowas haben die hier auch. Oplansammlung. Bauplansammlung? Was ist denn das? Kauf das einfach mal. Ich bin neu. Bauplansammlung? Was soll denn das sein?
Bauplan Gemälde. Ja, Kollege, aber Anwesen hast du ja nicht hier, ne? Schreitet wohl. Und vergesst nicht, bei Silren und Freunde ist euer Geld sicher. Ja, ja. Überaus sicher. Glaubt mir. Marktplatz. Ja. 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 Ach so. Oh, wo geht es dahin? Schreitet wohl. Schreitet wohl. Ah, kann man, oh, da kann ich wieder den... Darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Da kann ich ja wieder den Panzerknacker machen, Leute. Ja, geil. Dann gehen wir jetzt noch einmal raus. Dann gucke ich mir noch diese komische Bauplansammlung an. Was auch immer das sein mag. Ich bin ja Typ neugierig. Bauplansammlung. So, gucken wir mal. Was wollt ihr tun? Bauplan ablegen, Bauplan nehmen, zurück. Ach, das ist eine Sammelmappe? Ja, ich hab leider nichts. Ach, dann hat man nachher quasi nur noch ein so ein Ding hier im Inventar und da ist denn alles drinne? Boah, das ist ja geil. Okay. Ja, gut, Leute. Schön, haben wir hier wieder was erlebt. Beim nächsten Mal machen wir dann ja hier weiter. Ich denke mal, es geht aber auch mit Quests dann weiter. Das war jetzt nur mal hier noch so eine kleine Erkundungstour. Und was es hier alles so gibt. Und ich bin jetzt schon mal sehr gespannt. Ach so, eins können wir noch machen. Ich speichere vorher noch mal ab. Wir können uns noch mal hier den mystischen Trank an den Kopf hauen. Ein wohliges Gefühl breitet sich in eurem Magen aus in 2 Tagen. Das konnte ich so schnell nicht lesen, weil es auch so klein war. Naja, wir wollen mal schauen in 2 Tagen, was denn so passiert. Ob überhaupt was passiert. Lernpunkte haben wir auf jeden Fall nicht gekriegt. Hatte ich ja nachgeguckt. Aber wer weiß, vielleicht passiert ja noch irgendwas. Und ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem Spaß gemacht. Auch wenn wir nur so ein bisschen rumgedattelt und rumgeguckt haben. Und ja. Wie gesagt, in der nächsten Folge geht es dann hier wieder spannend weiter. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch die Folge gefallen hat. Und auch gerne ein Abo. Darüber würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann bis zur nächsten Folge Enderal. Ciao.